So, endlich kann ich mal die neuen Maps in Battlefront spielen. Ah, ich bin echt schon mal gespannt. Oh Mann, das dauert aber. Puh. Ja, okay, versuchen wir mal einen anderen Spielmodi. Das kann ja gar nicht sein. Oh Mann, was soll das denn? Spielt das wirklich keiner mehr? Na, schauen wir doch einfach mal nach, wie die Spielerzahlen auf den verschiedenen Plattformen sind. Oh weia, das sind ja wirklich fast schon Zahlen wie bei Hearthstone oder Titanfall zum Ende hin. Aber was muss man auch künstlich die Spielerschaft aufteilen zwischen den verschiedenen Plattformen? Wie geil das doch wäre, wenn man über jede Plattform miteinander spielen könnte. Moment, ich höre gerade, dass genau das zurzeit von Microsoft geplant wird und zumindest schon bei einigen Probetiteln bereits möglich sein soll. Unter dem Begriff Cross-Plattform konnte man ja bisher zumindest schon mal zwischen Xbox und Windows 10 PCs zusammenspielen bzw. einen gekauften Titel auch auf der anderen Plattform verwenden. Zu diesem Thema hatte ich ja vor kurzem erst ein Commentary gemacht. Und jetzt kommt eben das sogenannte Cross-Network. In einem aktuellen Brief heißt es von Microsoft, man werde Entwickler darin unterstützen, Cross-Network-Play zu ermöglichen. Spiele mit Xbox One und Windows 10, die Xbox Live besitzen, werden in der Lage sein, mit anderen Online-Multiplayer-Netzwerken zusammenzuspielen. Das würde dann auch andere Konsolen- oder PC-Netzwerke umfassen. Microsoft öffnet sich somit nach Jahren allen anderen Plattformen und Konsolenanbietern bei Online-Spielen. Würden die anderen Anbieter nun auch einwilligen, können bald Spieler aller Plattformen zusammenspielen. Und das erste Spiel, das man auf diese Weise zusammenspielen könnte, soll Rocket League sein. Das bedeutet konkret, dass Windows Live-Nutzer, also Windows 10, Xbox One und Xbox 360, mit Spielen des PlayStation Network, also PlayStation 4, PlayStation 3 und Vita, des Nintendo-Netzwerks, also Wii U, und anderen PC-Netzwerken, zum Beispiel Valve Steamworks, vormals zusammenspielen dürfen. Bisher war es ja so, dass Microsoft darauf gepocht hatte, dass Xbox Live-Kunden nur miteinander spielen können. Das Feature für Xbox Live-Spiele ist rein optional, will heißen, wer eine Xbox One hat und nur mit Besitzern einer solchen spielen möchte, kann dies also ebenfalls tun. Der wohl augenscheinlichste Nachteil eines solchen Systems wäre natürlich, dass PC-Spieler mit Maus und Tastatur gegenüber den Konsoleros mit ihren Controllern einen recht großen Vorteil bei der Steuerung hätten, was vor allem bei kompetitiven Spielen wie Shootern kaum auf große Gegenliebe stoßen würde. Allerdings kann man ja theoretisch auch auf Konsolen eine Maus- und Tastatur-Kombo verwenden. Wer dazu Näheres wissen möchte, kann sich ja mein Commentary hierzu anschauen. Und das wäre wohl auch bitter nötig, denn ansonsten sehe ich da eher schwarz. Solch eine Cross-Plattform-Idee wurde ja schon des Öfteren versucht und ist bisher immer kläglich gescheitert, gerade wenn es um Shooter ging. Eine weitere Hürde für dieses System wäre, dass verschiedene Entwickler für die jeweilige Version für Steam, PSN oder Microsoft die jeweiligen Serverstrukturen Steamworks, PSN-Server bzw. Microsoft Azure Server Farm nutzen, was für Cross-Network-Play sicherlich eine Herausforderung darstellen würde. Aber das ist eigentlich eher nur eine technische Hürde, die man durchaus meistern könnte. Und zumindest für zukünftige Titel könnte man von vornherein eine gemeinsame Plattform nutzen. Außerdem gibt es genügend Beispiele in der jüngsten Vergangenheit, die gezeigt haben, dass es eigentlich nur an den beiden großen Konsolenherstellern Microsoft und Sony liegt, dass ein solches Feature noch nicht existiert. Firmen wie ZeniMax und ihrem Elder Scroll Online oder Wargaming mit World of Tanks haben in der Vergangenheit gesagt, man würde zu gerne Crossplay zwischen den Konsolen anbieten, technisch sei das kein Problem, aber die beiden großen sprechen nicht miteinander. Also bei Spielen, die ohnehin standardmäßig mit Controllern gezockt werden, so wie Sport- oder Rennspiele, Fighter- oder Indie-Games, sehe ich wirklich keinerlei Probleme, was Cross-Plattform angeht. Ganz im Gegenteil sehe ich diese Entwicklung sogar sehr positiv und im Grunde ist dies nur ein weiterer Zwischenschritt hin zu einer kompletten Abschaffung der verschiedenen Konsolen ohne künstliche Barriere zwischen Spielern per Exklusivität oder unterschiedlicher Hardware. Ich denke, dass vor allem dem PC ein solches Cross-Network extrem helfen könnte, dass aktuelle Titel nicht sofort aussterben, wie es in letzter Zeit ja immer wieder der Fall war, sei es in Titanfall, Hardline, Evolve oder jetzt eben auch bei Battlefront. Aber ich würde in der näheren Zukunft erstmal nicht mit einem derartigen Cross-Plattform-Feature rechnen, denn man muss sich schon die Frage bei Microsoft gefallen lassen, wieso man gerade jetzt mit einem solchen Vorschlag vorprescht. Liegt es vielleicht unter anderem auch an den viel geringeren Verkaufszahlen der Xbox One im Vergleich zu der PS4? Und hätte man ernsthaft an diesem Vorhaben arbeiten wollen, wieso hat man dann einen solchen offenen Brief veröffentlicht, ohne vorher mit Sony und Nintendo Gespräche zu führen, deren Ergebnis man dann gemeinsam veröffentlichen hätte können? So hat man vor allem nur Sony in eine prekäre Lage gebracht, in der die Japaner eigentlich nur verlieren können. Denn entweder lehnen sie dieses Angebot verständlicherweise ab und sind somit der Boomer in der Gaming-Community. Oder aber man geht auf das Angebot ein, womit Microsoft immer noch der weiße Ritter aller Gamer ist. Und gerade in Europa und Asien ist der Marktanteil der PlayStation gegenüber der Xbox so groß, dass sie auch keinerlei Anreiz hätte, über solch ein Feature ernsthaft nachzudenken. Denn bis man in einer derartigen Cross-Plattform auch die jeweiligen Exklusivtitel mit einbindet, würde ohnehin noch einige Zeit vergehen. Immerhin hat sich nun auch Sony zu diesem Thema zu Wort gemeldet und sie sind generell offen für Cross-Plattform. Allerdings liegt es in ihren Augen komplett in der Hand der Entwickler und Publisher und ob sie das auch letzten Endes wollen. Das wird dann von Spiel zu Spiel entschieden, denn laut Sony können die Publisher am besten einschätzen, ob sich solch ein Modell für sie finanziell lohnen würde oder nicht.
Am ehesten werden wir also in nächster Zeit wohl einige ausgewählte Multiplattform-Titel wie eben Rocket League oder vielleicht FIFA, Street Fighter und Need for Speed sehen, die dann über solch ein Feature von allen Spielern gemeinsam gespielt werden könnten. Aber was haltet ihr von Cross-Plattform? Würdet ihr sowas begrüßen, um endlich mit allen Spielern zusammenzocken zu können? Oder seht ihr da irgendwelche Nachteile, weswegen ihr lieber den jetzigen Zustand mit verschiedenen abgeschlossenen Systemen bevorzugen würdet? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein und lasst mich wissen. Alles klar, dann macht's mal gut und bis zum nächsten Mal. Good Game und auf Wiedersehen!